Mit etwas Glück hat man es noch gesehen, dass Remoraiter hat eine dunkle Aura. Ich mach mal ein Biss drauf. Liebeskuss. Was? Hä? Warum ist es Level 20? Und wieso sehe ich das jetzt erst? Kein Bock mehr. Kann ich schon mal gegen die kämpfen? Wahrscheinlich die. Ja, wahrscheinlich. Zack. Hä, warum war das Level 20? Was zur Hölle? Geht ja perfekt los. Zack. Naja, muss ich mir das wohl beim nächsten Mal fangen. Was war das denn? Unfassbar. Ja, das frage ich mich auch. Wieso konnten nur meine Pokémon nicht gewinnen? Du bist kein normaler Trainer. Bist du der Trainer, den Quant als Bodyguard engagiert? Wenn du dich mit uns anlegst, wirst du eine Menge Probleme einbekommen. So, wer hat hier die dunkle Aura? Schön Mantax, ja. Genau, Mantax. Ich denke, eine Konfusion wird da nicht ausreichen. Jep, nicht im Ansatz. Aber das ist gut. Dann mache ich noch eine Konfusion und dann Superball. Auch ein Blubstrahl, ich hoffe mal. Psyana, ja. Psyana kriegt den Schlag locker hin. So. Bitte. Mach doch mal einen Erstauner. Ist mir aber egal. Ich werde. Also kommt drauf an, was jetzt gemacht wird. Ah, wir sehen ja noch. Da mache ich mal einen Biss auf Mantax und. Konfusion auf Visenio. Das ist mir egal. Zack. Das sieht ja voll. Das ist nicht mal relevant, was das abzieht. Sienna ist tot. Amakuhita ist immer noch im Furio-Modus. Ich werfe mal einen Ball. Zack, Superball. Ach, da habe ich ja vorhin ein paar gefunden. Ein Kryptoschlag auf Visenio. Bam. Fair. Ach Mist, ich wusste es. Ich wusste es einfach. Hölle. Ach, jetzt hat er noch einen Janmar. Ich mach noch ein Biss. Kraftschlag auf Janmar. Erstmal Quita ist sowieso tot. Nehme ich mal Vati. Bam. Ein Biss geht noch. Ah, das wird dann bestimmt Volltreffer. 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 Bis auf
Mantax und Kryptoschlag auf Janma. Donnerwelle hätte ich auch machen können. Naja, zu spät. Ah, zum Glück. Lol. Und... naja. Ist egal, ich möchte... bitte. Ich möchte jetzt bitte dieses Mantax. So, komm schon. Eins, zwei. Ah, Mann. Party besiegt. Oh Mann. Zum Glück kann es eher weniger was gegen Loblad machen. Mantax. Und bitte. Ich mach mal einen Kryptoschluck. Ich mach mal einen Kryptoschluck auf Janma. Mantax, bitte. Es ist zwar total schnell, aber trotzdem paralysiert und es bringt gar nichts. Es greift trotzdem als letztes an. Hey, Ultraschall ging daneben. Okay. Superwahl. Antax. So, komm schon. Geht doch. Mantax kommt ins Team. Yep, Mantax kommt ins Team. Was war das denn? Unfassbar, wo habe ich das schon mal gehört? Ja, wo könntest du das schon mal gehört haben? Wir ziehen uns vorläufig zurück, Bless. Verstanden, Suda. Bless. Ultra, super, mega. Spurt. So, hi. Moment, scheint dieser Fernseher nicht zu funktionieren. Er funktioniert nicht, aber es ist Bild. Aua, ouch. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Seid ihr Freunde von Grant? Nein. Aber wieso habt ihr mir geholfen? Kennt ihr? Ihr kennt doch Grant, nicht wahr? Ja. Okay, jetzt habe ich es geschnallt. Ich hatte ja keine Ahnung. Wie feige von diesem Kern. Das Pokémon von Grant einfach als Geisel zu nehmen. Genau deshalb sind wir hier. Wir wollen das Plussel retten. Ich komme mit. Au. Autsch. In deinem Zustand würde ich dir raten, lieber hier zu bleiben. So trifft man sich wieder. The Queen, du mieser Flygling. Na, junger Mann. Wer wird denn gleich so ausfallend werden? Und warum feige? Das war ungemein clever, sonst nichts. Was war daran denn clever? Hoffentlich geht es dem Plussel gut, sonst wäre es von dir clever, dich schleunigst vom Acker zu machen. Ob es ihm gut geht? Es könnte ihm nicht besser gehen. Wir sind schon ganz dicke Freunde, wir zwei. Das kann doch nur ein Scherz sein. Wo ist das Plussel? Es gehört Grant. Ja. Also ich bin in der Höhle und freue mich schon auf euren Besuch. Lasst mich nicht zu lange warten. Zack. Es geht jetzt ganz runter wahrscheinlich. Oh, hier ist jetzt ein Pokéball. Ja, bestimmt ist hier das Schlüssel drin. Lol. Übertrank ist gut. Ja, aber ich geh erstmal heilen. Ja, ich muss den Weg dann wieder laufen. So, hier. Lass mich hier durch.
Yep. 3 Stunden spiele ich schon. Naja, das verfälscht sehr durch das Speeden ein bisschen. Mantax. Makuhita vielleicht? Naja, mein Problem war, dass ich ja nichts gegen Typ Wasser hatte. Ja, gegen Typ Pflanze. Ich denke, das Vati brauche ich nicht unbedingt. Voll Typ Flug. Naja, mir ist Mantax lieber. Ich beeile mich mal ein bisschen. Ich will ja heute noch ankommen. Darf ich hier durch? Danke sehr. Stabilisieren. Stabilisiert. Nanu, ihr seid ja gar keine Rekruten. Ihr seid auch Eindringlinge. Der Typ eben war viel zu schwach, gar nicht der Rede wert. Wie sieht es mit euch aus? Los, ihr habt doch bestimmt auch Lust auf einen Kampf, oder? Ja, doch schon. Jäger Frank. Baldofisch und Goldini, der ist anscheinend auf Wasser-Pokémon spezialisiert. Baldofisch hat vielleicht eine dunkle Aura. Ich hab's gesagt. Ich bin einfach genial. Zack. Primator. Ah, Fluchtwert steigt. Ach. Ach, ich wollte mir eine neue Bello holen. Kann man nichts machen. Hm, läuft gut. Wie sieht das denn aus? Zack. Das sieht komisch aus, wenn die diese Animation, also diese Models so, keine Ahnung, noch so alt aussehen. Das sieht richtig komisch aus. Aber ich meine, es musste ja auch irgendwie ein Anfang gemacht werden. Ich hatte schon meinen Spaß am Kampf. Wenn ihr durch wollt, bitteschön. Geht einfach weiter. Korrekter Typ. Okay, wer ist das? Wo geht's hier hin? Oh. 3 Äther. Haben sich auf jeden Fall Mühe gemacht. Hurra, da seid ihr ja. Diese Etage ist mein Revier. Ich kann euch nicht vorbeilassen. Artist Stacy. Ich lese immer die Namen vor. Anorit. Klingt nach einem Krypto-Pokémon. Ist es aber nicht. Ich schlage falsch, nein. Aber die Augen sehen ziemlich cool aus. Jetzt ist aber leider tot. Bis Konfusion und das müsste es gewesen sein. Das müsste es jetzt gewesen sein. Nanu, ich habe ja verloren. Ihr seid gut, aber ich werde euch nicht verraten, was sich die Queen versteckt hat. Ja, wie schon eben gesagt, das müsste es gewesen sein. Also, tschüss.